gucken, dass ich da hingedüst komme über die, wie heißen die Teile nochmal? Muss ich die Weichen richtig stellen, ne? So. Wo habe ich jetzt die Draisine versteckt? Auf der anderen Seite von dem Waggon hier, glaube ich. Ich habe schon Angst gehabt, ich müsste gegen dieses fette Fieder kämpfen, was wir da gesehen haben. Oh, Loch. Ich muss rechts über das Gleis fahren, aber dazu muss ich ja erstmal hier wieder zurück und dann die Weiche stellen. Also zurück muss ich so oder so. So, Mustang Sally. Kann ich nicht irgendwie hier die... Nein. Nö. Hier vielleicht? Ah, ich wusste es. Irgendwo muss doch so ein depperter Hebel sein. So sieht doch gut aus. Jetzt... Geh weg. Lass mich in Ruhe. Scheißding. Türen zu. Da 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 da. Oh, es geht da voll durch crashen. Festhalten die heute. Bums. Ah ja, ich bin ein Eisenbahner. Wie heißt der noch? Lukas. Ich bin Lukas, der Lokomotivführer. Angekoppelt. So. Da da da. Ba-ba-da-da-da-da. Thomas, die kleine Lokomotive. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Jetzt ist hier die Abfahrt. Zu unserer Rechten sehen wir ein wunderschönes Feuchtbiotop mit den üblichen Kreaturen daran. Auf unserer Linken sehen wir dasselbe.
Warum sehen wir auf der linken dasselbe wie auch zur rechten? Ganz einfach, weil es die gleiche Landschaft ist. Mein Gott, alle in ihrem natürlichen Lebensraum. Archer, wir können dich sehen. Juhu. Gut gemacht. Und jetzt komm her. Der Konvoi ist eingetroffen. Ich bin ja schon da. Was für ein Zufall, dass der Konvoi gerade eintrifft, wenn ich gerade unterwegs bin. Können wir Staub wischen. Ah, jetzt hänge ich mich dahinter. Hallo, Leute. Hier ist euer Chief Checker. Ja. Muss ich aussteigen. Das ist irre. Archer, komm mal hier hoch. Ich komme. Ich muss etwas mit dir besprechen. Ja, dann lass aus der Lippe fallen. Ah, ich wollte noch ganz kurz was machen. Und zwar, ich habe ja im Vergleich zum letzten Stream, habe ich ja die Prozessorauslastung in Streamlabs OBS habe ich ja verändert. Ich blende mir gerade mal wieder den Task Manager ein, weil mich ja jetzt interessiert, wie die Auslastung ist. Ach, die ist ja... Ist ja halb so wild. Mache ich das mal weg. Ich gucke gerade noch mal hier in die Ausgabe rein. Ich stehe jetzt auf Medium. Medium. Dann machen wir fertig. Und der bleibt mal stehen. So. Und dann lassen wir es mal mitlaufen. Schauen wir mal. Wie sind die gedroppten Frames? Sie haben keine Benachrichtigung. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Der 12-Kerner tut, was er soll. Schön. Also unmerklich, also nicht wirklich höher als mit dem anderen. Die Auslastung, das passt. Supi. Was will er denn von mir? Du bist wieder zurück. Was du so merkst. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Mhm. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und... abbauen. Und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Verdünnisieren. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Natürlich. Viel Glück, Artyom. Danke, danke, Big Daddy. So. Ich hätte mal gesagt, ich gehe noch mal ganz geschwind hier zu einer Werkbank. Willkommen zurück, Ranger. Willkommen zurück, Würstchen. Hab ich mir unnötig Sorgen gemacht. Liegt wohl am Alter. Aber sowas von. Oh, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Ja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein TH fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen.
Was ist das denn? Ist das ein Sniper? Den Luftdruck bei deinen Luftdruckwaffen kannst du erhöhen, indem du Maus 3 gedrückt hältst und mehrfach. Okay. Das ist mal eine Pumpgun. Okay. Habe ich jetzt die anderen beiden Waffen trotzdem dabei? Die habe ich dabei. Das Maschinengewehr habe ich dabei. Und das. Ja, dann gehen wir doch nochmal rein. Juhu. Lalalalalalala. Da-di-da-di-da-di-da-du-da-da. Stahlkugeln. 15 mm Stahlkugeln aus Kugellagern wurden aufgrund ihrer glatten Oberfläche und ihres reichlichen Vorhandenseins in den Mechanismen der Metro zur idealen Munition für so manche selbstgebaute Waffen. Okay. Herstellen. Herstellen. Ja, mach voll da. 120. Ich hab ja genug Munition dabei. Ja. Jo, was haben wir jetzt noch? Da. Das haut hin. Was ist das hier? Scharfschützenschaft, Griff und Vorderschaft. Ein Scharfschützenschaft aus Holz, der aussieht, als stamme er von einem professionellen Gewehr. Verringert den Rückstoß erheblich. Leichter Griff, gut verfügbare Materialien, ermöglicht dem Nutzer ein sicheres Schießen. Nein, ich möchte ganz gerne den richtigen Schaft haben. Standard-Druckluftsystem. Improvisierte Handpumpe, funktioniert gut, verliert aber schnell Luft, wenn der Druck zu hoch ist. Da, luftdichtes. Was ist das jetzt? Achso, das sind einfach nur ein paar Schläuche und ein bisschen Panzertape. Luftdichtes Druckluftsystem. Das luftdichte Druckluftsystem ist dem Standardsystem sehr ähnlich, verliert aber keine Luft, wenn der Druck mal überhöht ist. Sieht doch nett aus. Da haben wir jetzt nichts weiter. Reflexvisier. Wir haben hier noch Trommelmagazin. Zylinderförmiges Magazin, das bis zu 18 Stahlkugeln oder 6 Hülsen aufnehmen kann. Erweiterte Version des Röhrenmagazins, die bis zu 27 Stahlkugeln oder 9 Hülsen fassen kann. Ja, dann lassen wir das doch. Ah, so oder? Mein Gott, schön improvisiert. Was ist das? Kein Gerät. Weniger Geräte, weniger Probleme. Roter Laser. Hergestellt aus einem billigen Laserpointer, der stark verändert wurde, um die Leistung auf Kosten der Zuverlässigkeit zu erhöhen. Mal mit dem mal dran hier und den. TH, eine primitive Druckluftwaffe, die überraschend leise und genau ist. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Ja. Schaden ist aber nicht sehr hoch. Hier ist auch der Laserpointer dran. Passt soweit. Schließen. Aber gut, dann hat man zumindest nochmal eine Waffe. Wie viel Schussmunition habe ich denn da drin? Ah, 9 im Lauf und 100. Okay. Gut. Why not? Das ist die Waffe. Und das ist die Waffe. Die war super. Die ist super. Die mag ich sehr gerne. Gut. Was ist jetzt meine Mission? Mission Exposition. Ah, wir müssen jetzt hier hin. Okay. Wo bin ich denn da? Ach so, ja, da muss ich einen Schritt zurück und dann kann ich da runter. Stimmt, da war ja auch das Gebäude und dann kann man da weitergehen. Okay, ist ja gar kein Problem. Kann man ja machen. Super. Schön. So, einmal speichern. Und schon geht's wieder los. Es geht schon wieder los. So, was macht meine CPU-Auslastung? CPU-Auslastung sieht doch wirklich sehr schön aus.
Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Ich stoße immer vor. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Meine Befehle. Ich befehle. Ich werde aber nicht übers Wasser warten. Ach, scheiße, Leute. Safe Room. Muss ich mich über Wasser Waffen sauber machen. Waffen putzen. Waffen. Die muss gereinigt werden. Mach's sauber. Das Moped. Der ist sauber. Der ist auch sauber. Kann nur der sein. Na 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 na. 32%, 30% Auslastung, passt. Könnte man ja fast schon überlegen, ob man vielleicht noch einen höher setzt. Wäre ganz interessant. So, wir stellen uns mal einen Wecker und schlafen eine Runde. Ziehen uns ein Auge. Währenddessen gibt es noch ein kleines Schlückchen aus dem Kanister. So. Im Hellen ist nicht gut munkeln, aber ich finde es in Ordnung. So. Ja. Frisch ausgeruht. Wo müssen wir nach? In diese Richtung. Dann gehen wir doch in diese Richtung. Ah. Komm hier hoch auf den Kran, sagt die mir in ihrem jugendlichen Leichtsinn. Was war das? Ah. Hör mal, du solltest dich da oben bis zum Anbruch der Nacht ausruhen. Ich warte hier unten auf dich. Alles Klärchen. Hm.
Auf Sie da. Haben etwa 15 Wachen. 4 an der Leiter des Schleppschiffs, ein paar am Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte kommen, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte kommen. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Idiot ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen am Pier im Auge. Am Pier? Das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei. Und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atyom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig herausgekommen, also mach das hier genauso. Tja, das macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verwirbeln. Genug geredet. Also gut, Atyom, du hast die Leitung. Du gibst die Kommandos. Und wie soll ich Kommandos geben? Vielleicht der Dunkelheit warten, dann könnte es einfacher sein. Vielleicht schlafen ein paar der Wachen ein. In der Zwischenzeit könntest du dich hier in der Kabine ausruhen. Okay. Ich bin in Position und los geht's. Schon die Position wechseln? Haben wir die Hunde doch mal aus. Wie kommt man hier idealfall runter? Wahrscheinlich über eine Leiter. Wo versteckt ihr euch? So, schnell runter hier. Und ganz schnell in Deckung.
Wo seid ihr? Nicht von wo, sondern wo seid ihr? Da muss er sein. Da. Da war, glaube ich, auch noch einer. Lenkt die mal schön ab. Wen soll ich haben? So, dann hätten wir sie ja schon fast. Schweinchen. Komm rauf da. Schießt denn da noch? Das war jetzt nicht wirklich schwer bis jetzt. So. Aber wie immer hoch konzentriert. Schneller. Boah. Da scheint wohl einer zu sein noch. Sneaken wir uns mal ran. Richtig. Ja, Duke, du tat ihr Bart echt toll. Hat einen Haufen unschuldiger Händler abgeknallt. Ihr verdient eine Medaille, vielleicht sogar jeder zwei. Ja, auf jeden Fall. Ja, wäre schön gewesen, sie lebend gefangen zu nehmen. Naja. Pläne sind klar. Zeit, die Brücke des Schleppschiffs zu erobern. Wie komme ich da rein? Da ist eine Tür. Hinein. Hinein, Onkel Otto. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich kann bezahlen. Die Waren. Nehmt sie euch. Ihr könnt die Waren haben. Ruhig bleiben. Wir sind's. Erstmal gibt er dem einen mit. Gibt er dem erstmal einen Pfund mit. Gute Arbeit, Archon. Sehe ich genauso. Schade, dass wir das. Ah, ist doch egal. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ich mach's auch auffällig. Zu spät war's nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und
günstige Winde. Alle an ihre Stationen und lichtet den Anker. Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis Spiel. Tschüss. Tschüss. Seemann, komm bald wieder nach Haus. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Ja, ich seh's. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Okay. Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Artyom, das bin ich. Du da an Land! Fang die Leine! Sind schon Betriebsräte. Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Blöd, Mann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung haben wer wir zuerst der Eis hat gewonnen. Das hat Hals und Beinbruch. Mussten den Kahn an Land bringen. Hopsala. Ja, Kruzifix. Leise. Das ist eine Lokomotive. Leise. Paladin. Satans Sklaven. Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, habe ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer, genau wie vorhergesagt. Er läutete die Glocke, also stiegen unsere Jungs in die Boote, fuhren dorthin und suchten alles ab. Aber der Ketzer war verschwunden. Davon, dass diese Katja mit der Hexenbrut in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Meinst du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zarfisch sie verschlingen. Ja, die denken doch nur ans Morgen. Halt! Okay. Frisst ganz schön Energie, das Nachtsichtgerät. Schutz ist meine einzige Hoffnung.
Ciao. So, das nehmen wir alles noch mit. Ich kann nichts machen, du bist viel stärker, Ketzer. Sehe ich genauso. Ich ergebe mich. Nur nicht schießen, bitte. Das wäre eine schwere Sünde. Ja, okay. Dann mal weiter. Ketzer bist, vertraue ich auf deinen gesunden Menschenverstand. Nicht schießen! Wo bist du denn? Da komme ich nicht rein. Ich kann nichts machen, du bist viel stärker, Ketzer! Sehe ich genauso. Ah, cool. Kann er einsammeln. Zack. Schon gut, ich ergebe mich! Und wie komme ich da jetzt weiter? Ja, das ist doch immer so blöd hier. Tür auf. Aufschießen hilft immer. Ist schon gut, ich ergebe mich. Moin. Ah, da ist ja noch einer. Komm her. Ich hau dir ein paar aufs Fressbrett. Sicher ist sicher. Bow. Aber keine Sorge, ich hab dich nicht getötet. Du darfst dich glücklich schätzen. Okay, Teile. Das war ja jetzt nicht der Rede wert. Was? War da noch einer? Da ist ja noch einer. Boing. So. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was ich hier soll, aber wir schauen mal. Wird sich schon finden. Was soll ich denn machen hier? Brückendorf, das Brückendorf war schon immer ein lokales Machtzentrum. Die strategisch günstige Lage an dem Fluss und die totale Kontrolle über die einzige Überquerung des Flusses weit und breit haben die Brückenbewohner in all diesen Jahren in relevanter Sicherheit überleben lassen. Heute werden wir diesen Frieden stören. Die Aurora muss weiterfahren. Duke und ich klettern ganz nach oben, betreten ihren Tempel, der einst der Steuerraum für die Brücke war. Sobald wir die Sperre lösen und die Brücke sich senkt, kann die Aurora sie überqueren. Gut. Ja. Ah, so. Wo sind wir denn hier? Wo ist... Ah, da ist eine Tür, aber da komme ich nicht rein. Die Tür ist zu. Das heißt, ich muss da irgendwie rauf. Ah, da vielleicht. Hier, ist das ein Lift? Das sieht aus wie ein Lift. Dann gibt es doch da auch... Natürlich gibt es da einen Schalter. Weil ein Lift fällt ja nicht von alleine. Aber ich kann nochmal nachladen. Ich bin fast am Ziel.
Und bei dir läuft eine Party, wie es scheint. Jo, bei mir läuft eine Party. Eine Partei. Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Freimachen. Okay. Und es geht weiter. Zack. Nehmen wir das auch noch alles mit? Wo kann mal jemand dieses lästige Klimper hier abmachen? Ausmachen. Boing. Ich muss mal bald wieder ein paar Medkits machen. Boing. Und boing. Okay, da brauche ich anscheinend einen Schlüssel für. Was haben wir hier? Ah, jetzt kommt eine Videosequenz. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer! Erst Katja und jetzt ich! Verdammt, bist du schnell, Artyom! Ja. Sieh mal, alter Mann, wir sind nur auf der Durchschnitt. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder dieser Mann kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, verstanden? Wenn ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Duke! Aurora! Voll Dampf voraus!
War aber auch klar, dass der drauf geht. War klar, dass der drauf geht. War klar, dass der drauf geht. Gehört mit zur Dramaturgie. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinem Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe.